Aus diesem Anschlag lässt sich nicht so viel lernen. Das sagt SPD-Chefin Saskia Esken zu dem brutalen islamistischen Terrorangriff von Solingen, bei dem 3 unschuldige Menschen gestorben sind. Nicht so viel lernen, das soll ungefähr so viel heißen wie, ja, man kann nichts tun. Wuppertals Polizeipräsident Markus Röhl bringt zum Fall Solingen dann auf den Punkt, was eigentlich immer implizit mitschwingt bei all diesen Politikeräußerungen. Er sagt, man muss sich vom Gefühl absoluter Sicherheit verabschieden. Aus solch einer Einzeltat in Solingen sei hochzurechnen, dass so etwas immer und überall passieren könne. Daher müsste jeder mit sich ausmachen, ob er beispielsweise zu Festivitäten geht, ob er zu Fußballspielen geht, ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist. Er rät den Menschen dann zwar, all das zu machen und sich eben nicht zu Hause einzusperren, doch die Konsequenz der Aussage bleibt. Man kann nichts tun. Wir müssen uns damit abfinden. Jeder soll für sich selbst überlegen, wie er damit umgeht. Dass unsere Städte nicht mehr sicher sind, dass der Terror allgegenwärtig ist. Der Mensch wird zurückgeworfen auf sich selbst. Nochmal, der Täter von Solingen war illegal im Land. Er hätte längst abgeschoben werden müssen, was schlichtweg nicht geschehen ist. Diese Fälle wollen wir uns heute einmal im Detail angucken, anhand einiger Beispiele. Und auch dieses Video wird Ihnen präsentiert von Hörner, Ihrem treuen Partner von Apollo News. Ein politisches Beispiel. An die Flughafenpolizei Düsseldorf erging erst vor einem Monat folgende Weisung. Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen beziehungsweise auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen, kann dieser auf freien Fuß gesetzt werden und eigenständig zu der ihm zugewiesenen Unterkunft zurückreisen. Abschiebepflichtige sollen auf freien Fuß gesetzt werden, wenn sie sich weigern, abgeschoben zu werden. Und dagegen kann man nichts tun. Düsseldorf ist übrigens 20 Minuten von Solingen entfernt. Eine weitere Meldung. Im Februar hat die Ampel ein neues Abschiebegesetz verabschiedet. Das sieht nämlich vor, dass Abschiebepflichtige einen Rechtsanwalt gestellt bekommen sollen und darüber werden sie dann gegebenenfalls auch vorgewarnt über ihre anstehende Abschiebung. Das Ergebnis: Seit Ende Februar, seit das Gesetz in Kraft ist, sind 6.179 Abschiebungen daran gescheitert, dass der Abschiebepflichtige schlichtweg untergetaucht ist. Ein drastischer Anstieg und im Vergleich, im gleichen Zeitraum sind lediglich 6.733 Abschiebungen erfolgreich durchgeführt worden, also kaum mehr. Und gegen all diese Zustände soll man nichts tun können? Nancy Faeser erklärt uns, wir stehen zusammen und lassen uns nicht spalten. Von jenen, die Hass säen wollen, dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen. Nicht beeindrucken soll so viel heißen wie, wir sollen stillschweigen. Denn wir sollen nichts tun, weil wir nichts tun können. Hendrik Wüst sagt, Terror soll unsere Art des Lebens ins Wanken bringen, aber unser Land wankt nicht. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen von Terror und Hass. Auch das heißt wieder, wir können nichts tun. Einige linke Vordenker erzählen uns auf Twitter sogar, der IS würde mit diesem Anschlag beabsichtigen, die AfD bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten zu stärken, weil das ja dann wieder unsere Demokratie destabilisieren würde. Das ist natürlich eine absurde Verschwörungstheorie. Genauso absurd ist aber auch die Behauptung, wir müssten jetzt einfach nur still sein, meditieren und uns nicht spalten lassen, denn das sei ja das, was Terroristen beabsichtigen. Woher man wissen will, dass Terroristen genau das beabsichtigen, das hat mir noch niemand erklärt. Was implizit dabei immer wieder gesagt wird, ist, wir sollen auf diese Gewalt, diesen Angriff nicht reagieren, weil wir gar nicht reagieren können. Wir sollen uns nicht einmal mehr empören. Wir sollen einfach nur still sein. Diese Rhetorik der Hilflosigkeit eint alle unerträglichen, lethargischen Politiker-Statements zum Thema. Es ist eine billige Schutzbehauptung. Dahinter verbirgt sich natürlich die Flucht aus der Verantwortung. Doch es ist mehr. Es ist schlimmer. Wenn die ARD uns erklärt, das Problem sind gar nicht Migranten, sondern Männer, wenn sie uns erklärt, das, was jetzt zu tun sei, wäre psychologische Hilfe für traumatisierte Geflüchtete zu organisieren, dann ist das nichts weiter als die Flucht vor den Konsequenzen. Jeden Tag sterben Menschen durch Messergewalt, durch Migranten. Die Fallzahlen explodieren. Alle Statistiken zeigen das. Unsere Innenstädte werden zu Blutzonen und der islamistische Terror ist zurück. Und wir sollen nichts tun können? Man könnte auch andere Beispiele bringen. Zum Beispiel, dass der Bürgermeister von Solingen gerade im Fadenkreuz der Ermittler steht, weil er verdächtigt wird, Teil einer Schleuserbande zu sein. Wir könnten darüber sprechen, dass Annalena Baerbock gerade mitten in einer Visa-Affäre ist, weil Dokumente bewiesen haben, dass ihr Ministerium systematisch die Anweisung gibt, auch illegal
Migranten unter anderem aus Afghanistan einreisen zu lassen, selbst mit gefälschtem Pass, weil das eben die politische Doktrin dieses Ministeriums ist. Und man kann nichts tun. Es gibt keinen gefährlicheren Satz für eine Demokratie. Wenn es so wirklich ist, dass man in dieser Demokratie gegen diese Zustände, die gerade alle Menschen in diesem Land empören, nichts tun kann, braucht man sich über sogenannten Demokratieverdruss doch nicht mehr wundern. Denn dann haben wir schlichtweg als Nation kapituliert. Jeder kennt vermutlich diese Szene hier. US-Präsident Bush in den Trümmern der Twin Tower. Und er sagt zu den ihn umringenden Feuerwehrmännern: I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Und die Menschen, die diese Gebäude zum Einsturz gebracht haben, werden von uns allen bald hören. Das ist eine Reaktion. Eines der faszinierendsten Denkmäler findet sich in New York. Ist ganz unscheinbar, man läuft daran vorbei. Es ist eine Bronzestatue eines Reiters. Und man denkt eigentlich, das bezieht sich auf die frühe Neuzeit, so wie das aussieht, bis man das Maschinengewehr in der Hand des Reiters entdeckt. America's Response Monument nennt sich das und es zeigt Spezialeinheiten der Vereinigten Staaten, die nur wenige Wochen nach 9/11 nach Afghanistan gegangen sind, unter widrigsten Bedingungen, in der Wüste, in den Bergen, im Sturm und auf Pferden und den Widerstand gegen die Taliban organisiert haben und das Feuer des Terrors sofort zurückgebracht haben zu denjenigen, die es entfacht haben. Das war ein Staat, der seinem Volk gezeigt hat, wir können sehr wohl etwas tun. Wir sind handlungsfähig, wir sind nicht hilflos, die Demokratie ist nicht hilflos. Die Reaktion ist notwendig gewesen, sie ist auch emotional notwendig gewesen. Denn diese Lethargie, die jetzt vorherrscht, macht dieses System und macht uns alle krank. Man kann nichts tun. Diese Implikation ist in der Tat antidemokratisch. Sie delegitimiert diesen Staat. Denn jeder Politiker, der so etwas denkt, der so etwas sagt und der so etwas impliziert, müsste eigentlich konsequenterweise zurücktreten, denn er hat den Anspruch aufgegeben, Politik zu machen.